willkommen zu meiner chaotischen halben Stunde über das Beware-Projekt. Es geht um Python. Wer von euch schreibt ab und zu Python-Code? Das sind einige, das habe ich mir gedacht. Wer von euch schreibt ab und zu Python-Code und führt den dann auf Linux aus? Wer von euch schreibt ab und zu Python-Code und führt den dann auf Windows aus? Wer schreibt ab und zu Python-Code und führt den dann auf macOS aus? Okay, wer von euch schreibt ab und zu Python-Code und führt den dann auf Android aus? Wer von euch schreibt ab und zu Python-Code und führt den dann auf iOS aus? So, das war ungefähr so zu erwarten. Ist aber eigentlich schade, denn ich finde Python eine ziemlich schöne Sprache und würde eigentlich gerne auch auf Mobilgeräten Apps in Python schreiben können. Das geht auch. Es gibt was, das nennt sich, das kriege ich eigentlich mit den Notizen nicht angezeigt. Es gibt was, das nennt sich Kiwi. Das ist so ein Cross-Plattform-UI-Toolkit. Da kann man so, ist hauptsächlich so ein bisschen für Spieleentwickler gedacht. Und das kann man auch, das ist in Python und das kann man auch irgendwie für Android und iOS verpacken. Aber das sieht dann halt nicht aus wie eine Android- oder iOS-App, sondern wie eine Kiwi-App. Die sehen halt überall gleich aus, aber das integriert sich jetzt nicht irgendwie schön mit dem System, damit kann man keine schöne App schreiben. Was wir eigentlich wollen, ist mit Python native Anwendungen, die nativ installierbar sind und native APIs-Systeme nutzen, schreiben können. Was meine ich damit? Native Anwendungen, also die Apps sollen irgendwie sich so anfühlen, als wären sie in der Sprache geschrieben, die eigentlich für das System gedacht ist. Die sollen irgendwie über den Play Store oder über iTunes installierbar sein und man muss nicht erst irgendwie komisch sein iPhone jailbreaken, bevor man die installieren kann oder so, sondern die sollen sich verhalten wie ganz normale Apps und alles können, was ganz normale Apps auch können. Und auch nicht irgendwie so ein HTML-Ding sein, was dann irgendwie so Webart, sondern das soll echt native Apps sein. So, ich fände das cool, wenn das ginge. Wer das auch cool findet, ist Russell. Russell ist gerade 40 geworden, hat sich deswegen Haare und Bart abgeschnitten, damit ihn niemand mehr erkennt. Russell ist kein unbekanntes Gesicht, also jetzt ja irgendwie schon, in der Python-Community. Der ist seit über 10 Jahren Co-Entwickler im Django-Projekt. Man könnte ihn hauptsächlich da erkennen, wenn ihr euch irgendeinen Vortrag von irgendeiner Python-Konferenz auf der Welt der letzten 10 Jahre anguckt. Ist vermutlich eher der, der nach dem Vortrag vorhin nur die erste Frage stellt, daran zu erkennen, dass er sehr, sehr schnell spricht. Russell, das habt ihr euch vielleicht schon gedacht, ist der Gründer vom Beware-Projekt. Das Beware-Projekt versucht, genau das möglich zu machen, was ich mir eben gewünscht habe, auf allen Plattformen gut Python-Entwicklung möglich zu machen. Dann reden wir mal über die einzelnen Plattformen. Fangen wir mit iOS an. iOS ist fast noch das Einfachste. iOS-Apps schreibt man in Objective-C. Objective-C ist ein Superset von C und wird für die iPhone-App mit der Clang-Toolchain kompiliert. Das ist praktisch, weil der Python-Interpreter, den wir normalerweise verwenden, CPython, ist auch in C geschrieben und lässt sich auch mit der Clang-Toolchain kompilieren. Wir können also einfach unseren Python-Interpreter für iOS kompilieren. Geht das? Ja, das geht. Das geht, es gibt so ein paar Bugs, die dann auftreten, da gibt es Tickets für einen Python-Issue-Tracker, die sind aber fixbar, theoretisch. Das ist möglich. Es gibt hier in dem PyD-Projekt so ein Python-IOS-Template, das ist ein Cookie-Cutter-Template. Falls ihr Cookie-Cutter noch nie gehört habt, das ist so ein cooles Tool, mit dem man so Vorlagen für ganze Projekte verwalten kann. Also man kann irgendwie sagen, Cookie-Cutter, dieses Template, und dann wird man irgendwie gefragt, wie soll die App heißen, bla bla bla, und dann wird einem so ein ganzer Projektordner erstellt, wo die ganzen Config-Files schon liegen, wo die Ordnerstrukturen schon da sind und so weiter. Das geht. Dann kann man CPython auf iOS haben, und dann kann man Python-Code auf iOS ausführen. Cool! Und was macht man dann? Man kann irgendwie Print aufrufen und dann landet etwas im System-Log von diesem iOS-Device. Toll, das ist nicht ganz, was wir uns unter einer App vorgestellt haben. Das Problem ist, um irgendwie mit der GUI zu sprechen, müssen wir mit den System-APIs von iOS sprechen. Das sind Objective-C-APIs. Aber wir schreiben ja Python. Jetzt ist das Glückliche, dass Objective-C halt ein Superset von C ist und die gleiche Corning Convention nutzt, also die gleichen Mechanismus, wie man Funktionen aufruft. Python kann schon immer
relativ stressfrei C-Funktionen aufrufen. Wenn Python C-Funktionen aufrufen kann, dann kann Python auch Objective-C-Funktionen aufrufen. Das passende Python-Modul dafür in der Standard-Library heißt C-Types. Gleichzeitig ist Python eine unglaublich dynamische Sprache. Ich demonstriere das mal ein bisschen für die Leute, die noch nicht so lange mit Python rummachen. Ich kann in Python quasi jede Eigenschaft, die so ein Objekt so hat, überschreiben. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich will hier ein Objekt haben und ich will das Verhalten anpassen, was passiert, wenn man ein Attribut auf diesem Objekt aufruft. Dazu überschreibe ich auf diesem Objekt so eine Methode, so magische Methoden, die das Verhalten ändern, haben in Python immer so zwei Unterstriche vorne, zwei hinten. Damit ihr das mal gehört habt, die werden in der Python-Community als Dunder ausgesprochen. Das ist deswegen das Dunder-Get-Attribute. So. Was ist ausgesprochen? Dunder. Double underscore. Dunder. Double under. So. Das heißt, ich kann hier irgendwie diese magische Methode definieren und wenn ich mir jetzt eine Instanz von diesem Objekt hole und darauf jetzt irgendein Attribut aufrufe, das nicht existiert, dann wirft er mir nicht einen Fehler, weil dieses Attribut nicht existiert, sondern er ruft stattdessen diese magische Funktion auf. Genauso kann ich überschreiben, was passiert, wenn eine Funktion aufgerufen wird. Ich kann mit Metaklassen absurde Dinge machen und überschreiben, was passiert, während die Klasse selbst erstellt wird. Da gibt es ziemlich cooles Zeugs. Das heißt, was wir jetzt tun können, ist, wir können eine Python-Klasse schreiben oder sogar automatisch generieren, die eine Objective-C-Klasse repräsentiert, sich aber komplett als Python-Klasse benutzen lässt. Das ist Rubicon. Rubicon ist eines der PyBI-Projekte und ist eine Bridge von Python nach Objective-C und umgekehrt. Wie sieht das aus? Ich kann kein Objective-C, deswegen hoffe ich mal, dass das stimmt, was hier steht. Was dieses kurze Objective-C-Snippet tut, ist eine Variable vom Typ NSURL, was halt so eine Klasse ist, die irgendwie URLs repräsentiert, zu erstellen, anhand von diesem String hier. Und das können wir jetzt von Python aus einfach machen, indem wir hier so ein bisschen Zeug importieren und dann Rubicon sagen, hier, mach mir mal eine Python-Klasse aus dieser Objective-C-Klasse NSURL, ruf mir dann hier diese Methode auf mit diesem String und dann habe ich mein Objective-C-Objekt in Python. Das Coole ist, geht auch umgekehrt, ich kann auch Objective-C-Klassen in Python schreiben. Brauche ich, denn wenn ich jetzt irgendwie dem System irgendeinen Callback geben muss, der aufgerufen wird, wenn irgendein Ereignis passiert, dann muss ich den irgendwie in Python definieren können. Das heißt, ich kann auch Python-Klassen schreiben, die ich dann an Objective-C übergeben kann. Dafür muss ich nur hier von NSObject, der Python-Repräsentation davon erben und irgendwelche coolen Decorator verwenden. Das ist alles Standard-Python-Syntax. Python hat seit Python 3 optionale Type-Annotations. Ich kann optional dazu schreiben, was für Typen Variablen haben. Das ignoriert der Python-Interpreter. Der tut so, als wäre das gar nicht da, das ist valides Python. Hier in dem Fall ist es nicht mehr optional, weil für die Konvertierung zwischen Objective-C und Python muss ich halt irgendwie spezifizieren, mit was für Typen ich es zu tun habe. Aber geht, haben wir ja in der Python-Syntax. So, iOS ist also im Wesentlichen kein Problem. Wie sieht es mit Android aus? Android, so habt ihr vielleicht mal gehört, baut man die Apps in Java. Ja, in Java, aber auf Android läuft keine JVM. Wenn man über Java redet, geht man normalerweise davon aus, dass man über die JVM, über die Java Virtual Machine redet. Stattdessen wird, wenn ihr die Android-App baut, wie bei Java sonst auch, aus eurem Java-Code, Java Bytecode erzeugt und der wird dann auf Android von einer anderen Runtime ausgeführt. Die ist früher Dalvik, jetzt haben sie die irgendwie nochmal neu gemacht, jetzt heißt die Android Runtime. Der Name früher war aber besser. Tja. So, jetzt ist die Frage, können wir das gleiche machen wie bei iOS? Können wir einfach C-Python für Android kompilieren? Ja, können wir. Es gibt das Android Native Development Kit. Damit kann man nativen C-Code auf Android. Das ist ein bisschen nervig, weil es gibt Android-Devices mit verschiedensten Prozessorarchitekturen. Aber es geht. Ist gedacht hauptsächlich für Spieleentwickler, die performancekritischen 3D-Code irgendwie in nativen Code auslagern können.
Und es gibt ein Projekt hier, PyOnA, mit dem kann man tatsächlich C-Python unter Windows führen. Das ist das, was Kiwi tut unter Android. Und es gibt auch irgendwie Play Store so eine Python-Rappel zum irgendwie drin rum Dinge ausprobieren. Das funktioniert. Das Problem ist, was nicht funktioniert, ist dieser C-Types-Trick. Und wir wollen ja wieder native Funktionen. Funktioniert nicht, weil wir die System-APIs sind halt keine C-Funktionen, sondern Java-Klassen. Es gibt das Java-Native-Interface. Das ist eigentlich dafür da. Das ist unter Android aber leider keine Option. Oder glücklicherweise keine Option, wenn ich Haurus Gesicht sehe. Denn das ist unter Android von der Android Runtime hart limitiert auf 2000 Object-Referenzen, die man auf Java-Objekte halten kann. Und wir brauchen für jeden Typ, für jede Variable, für jede Klasse, für jede Funktion brauchen wir die Referenzen. Das ist völlig hoffnungslos, dass wir dafür jemals irgendwas hinkriegen. Außerdem ist es hoffnungslos langsam. Okay, schade. C-Python auf Android kompilieren wird uns nichts bringen. Was machen wir dann? Es gibt Jython. Jython ist eine Python-Implementierung auf der Java Virtual Machine. Leider haben wir es hier nicht mit der Java Virtual Machine zu tun. Jython lässt sich nicht ohne weiteres für Android kompilieren. Außerdem gibt es Jython nur für Python 2.7. Das wäre ein bisschen schade. Dafür, damit könnte, also noch, die arbeiten natürlich dran. Damit könnte man im Zweifel mal irgendwie noch leben. Aber ist nicht schön. Also, haben wir verloren? Nee, natürlich nicht. Gucken wir uns mal an, wie Python eigentlich funktioniert. Der Python-Interpreter, wenn ihr unseren Code sieht, nimmt er den Code und überführt den in einen Abstract Syntax Tree. Das ist so eine baumartige Repräsentation von unserem Source Code, von der Struktur da drin. Dann überführt er als Compiler diesen Abstract Syntax Tree in Bytecode. Das können wir uns mal anschauen. Ich schreibe hier jetzt mal irgendeine einfache Funktion, irgendwie so dieses Standardbeispiel zur Berechnung der Fakultät. Also, und jetzt können wir uns in Python selbst mal den Bytecode dazu angucken. Das ist jetzt so eine Textdarstellung von Python Bytecode. Binär kodiert ist der in diesen .pyc-Files drin, die ihr vielleicht manchmal irgendwo rumliegen seht, wo Python das cache, damit das nicht immer wieder machen muss für den gleichen Code. Ne? Und wenn man sich das so anschaut, das sieht so ein bisschen aus wie ein High-Level-Assembler. Und im Grunde ist es das auch, es ist so eine Art High-Level-Assembler für eine Stack-basierte virtuelle Maschine, die in C-Python eben auch drin ist und auf der das dann halt ausgeführt wird, diese Welt. Okay, wie funktioniert Java eigentlich? Wenn wir eine Java-Klasse schreiben, ich habe hier mal eine ganz einfache mitgebracht, dann haben wir irgendwie so eine Klasse und definieren da irgendwie so eine Funktion und rufen irgendwas auf. Jetzt kompilieren wir das. Und was wir jetzt haben, ist eine HelloWorld.class. Was ist denn in dieser HelloWorld.class drin? Da ist Bytecode drin. So, sieht jetzt anders aus, dieser Bytecode. Aber sieht immer noch so ein bisschen aus wie so eine High-Level-Assembler. Und genau das ist es. Java Bytecode ist eine Art High-Level-Assembler für eine Stack-basierte virtuelle Maschine. Können wir jetzt einfach Python Bytecode in Java Bytecode übersetzen? Ja, können wir. Wok ist ein Übersetzer von Python Bytecode in Java Bytecode. Das heißt, wir können jetzt unsere Java-Klassen für die Android-App in Python schreiben. Das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben hier so einen Import. Wir importieren hier eine Java-Klasse aus den Android APIs vom Android Widget Import List View und definieren jetzt hier einfach irgendwie so eine Klasse, die von App.Activity aus den Android APIs erbt. Hier mit so einem Extens, das ist nicht Standard Python, aber das macht nichts, funktioniert. Wir haben hier wieder unsere Type Annotations und im Grunde können wir hier unsere Android App schreiben, ganz normal. Und Wok kompiliert es in ein Java-Class-File, das geben wir an die ganz normale Android-Toolchain und niemand kann jemals erkennen, dass das mal Python war. Also schon. So, geht. Hier gibt es wieder so ein Cookie-Cutter-Template, um ein fertiges Projekt-Layout zu haben, weil da gibt es natürlich irgendwie, bis man diese Toolchain am Laufen hat, das ist irgendwie nicht so ganz einfach. So, jetzt haben wir iOS und Android. Was wäre denn noch geil? Wäre doch geil, wenn wir Python im Browser ausführen könnten. Warum wäre das cool? Naja, irgendwie genug Gründe, JavaScript doof zu finden.
Und es gibt, wenn man irgendwie so eine Web-Applikation schreibt, dann ist ja immer so der Traum, dass man irgendwie Code zwischen Backend und Frontend wiederverwenden kann, zum Beispiel Validierungslogik von Input oder so, dass man das im Frontend schon mal machen kann und dann im Backend nochmal, damit man schnell das Feedback geben kann. Das wäre irgendwie ganz nett, wenn wir Python im Browser ausführen könnten. Und das muss auch gehen, weil es haben ja schon Leute ganze Linux-Systeme, ganze Prozessoren in JavaScript emuliert. Also natürlich können wir auch C-Python nach JavaScript kompilieren, aber das ist höllisch langsam. Das will keiner. Aber müssen wir C-Python noch JavaScript kompilieren? Nein. Wir haben ja schon diskutiert, C-Python ist ein Parser, ein Compiler und eine Virtual Machine. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Parser und den Compiler im Browser auszuführen. Es reicht völlig, wenn wir Python Bytecode ausliefern und dann eine Python Virtual Machine in JavaScript implementieren. Geht das? Ja. Batavia macht genau das. Jetzt haben wir Android, iOS und Web. Und überall können wir native APIs ansprechen, überall können wir Python-Code schreiben. Aber ist halt irgendwie blöd, weil die nativen APIs sehen überall völlig anders aus und wir wollen ja möglichst wenig doppelten Code schreiben, wenn wir jetzt in Python für alle Systeme eine coole mobile App schreiben können. Also hätten wir gerne eine anständige Abstraktion von grafischen Interfaces. Das versucht Toga. Toga ist eine Abstraktionsebene für native grafische Oberflächen. Die grafischen Oberflächen, die man damit baut, sehen dann halt überall anders aus. Überall nativ, kommen aber aus der gleichen Codebasis. Und wenn es irgendwas gibt, was sich nicht gescheit abstrahieren lässt, kann man ja jederzeit sagen, ne, if Android, else, if iOS, in Lower-Level-APIs zurückfallen. Aber grundsätzlich kann man damit eben Cross-Platform-UIs bauen. Toga funktioniert, es gibt so eine Demo-App, die man sich hier runterladen kann, die funktioniert auch auf iOS und auf Android. Es kann noch nicht viel, Toga ist noch in einem sehr frühen Stadium, viel mehr als Listenanzeigen und mal so ein Dialog kann es noch nicht, aber es geht. Und mit kleinen Modifikationen kann man die gleiche App auch als Single-Page-Web-Applikation in Batavia laufen lassen. So, das waren jetzt so die großen BWare-Projekte. Es gibt auch noch eine ganze Menge kleinere, weniger durchgeknallte BWare-Projekte. Das wäre zum Beispiel Briefcase, was eine Toolchain oder Toolchain-Erweiterung sind, womit der normalen Python-Build-Toolchain, also setup.pybuild, dann auch diese Android- und iOS-Geschichten machen zu können. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Projekte, die irgendwie an dieser BWare-Organisation dran hängen, von Continuous Integration-Kram über einen grafischen Testrunner, über einen grafischen Debugger für Python, über grafische Coverage-Visualisierung von Code. Alles Mögliche. So, ja, was ist denn dann eigentlich noch zu tun? Ziemlich viel. Alle diese Dinge, die ich euch erzählt habe, sind jetzt bewiesen, dass sie gehen. Aber die sind noch nicht fertig, noch lange nicht. Die Konzepte funktionieren und man könnte so weitermachen. Aber zum Beispiel müssen wir, wenn wir jetzt eine Python Virtual Machine auf Android haben, haben wir deswegen noch nicht die ganze Standard-Library und die ganzen Builds von Python da. Wir müssen dieser Virtual Machine erstmal beibringen, was ein Python-String überhaupt ist. Viele Teile der Python-Standard-Library sind in Python geschrieben. Das ist kein Problem, sobald wir den Rest haben. Aber viele Teile der Python-Standard-Library sind auch in C geschrieben. Die müssen entweder nach Python oder nach nativ. Oder halt nach nativ, nach Java oder JavaScript portiert werden. Gerade so diese Build-in-Typ-Geschichten, wie ist eigentlich Addition von zwei Strings definiert in Python? Das sind Sachen, die muss man jetzt halt in Java schreiben. Da gibt es viel zu tun, da gibt es einen riesen Test-Suite, wo man sich einfach mal, die einem gut anzeigt, was davon noch nicht funktioniert, wo man sich einfach mal irgendwas rauspicken kann und das fixen kann. Das PyBee-Projekt oder das BWare-Projekt legt sehr großen Wert darauf, offen zu sein für Leute, die mitmachen wollen und irgendwie denen möglichst viel zu helfen. Die haben ein offenes Angebot für Mentoring, wer irgendwie noch nie in seinem Leben irgendwie Code geschrieben hat oder zu Open Source beigetragen hat oder wer das schon 100.000 Mal gemacht hat, die haben Leute im Team, die bereit sind, einem zu helfen, einem alles zu erklären, einem alle Fragen zu beantworten. Die Issues in den GitHub-Projekten sind alle nach Schwierigkeit sortiert, da kann man sich was rauspicken, zu welchen die sind markiert mit First-Timers Only, nur für Leute, die zum ersten Mal sowas machen, extra dafür geeignet. Und wer ein PyBee-Project besser macht, indem er Code hinzufügt oder indem er eine Dokumentation verbessert oder wie auch immer, der kriegt so eine coole Challenge-Card geschenkt. Das war es jetzt im Grunde erstmal.
Ich habe hier ein paar Links, auch wenn ich euch jetzt das meiste erzählt habe, lohnt es sich sehr, Russell das mal persönlich erzählen zu können, zu hören. Der kann coole Vorträge halten. Das ist das Video von der PyCon US dieses Jahr. Es gibt auch ein cooles von der PyCon Australia von der letzten. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ihr vermutlich ein paar Fragen habt. Ja, was davon hast du schon alles selber ausprobiert? Ich habe ein bisschen mit Mock gespielt. Das war die Android. Das war die Android-Geschichte, genau. Also, das ist alles noch nichts, womit man jetzt eine fertige App Stand heute bauen kann, weil das ist alles noch sehr neu und sehr, sehr unverständlich. Ja. Wie alt ist das Projekt? Gute Frage. Ich ändere es 2011. Noch was? Gute Frage. Also, seit so ungefähr einem Jahr läuft Russell auf jeder Konferenz, die sich mit Python beschäftigt, rum und erzählt allen davon. Okay. Ich kann mal gucken, hier so einzelne Projekte. Ich weiß jetzt auch nicht, was davon das älteste ist. Also ich würde mal so sagen, so ein Jahr. Aber es ist halt unterschiedlich, diese vielen Projekteile. Hat er angefangen, davon zu erzählen mit einem Working Prototype oder auch schon mit dem Konzept? Weiß ich nicht. Okay. Ja. Beim iOS-Teil, sieht das aus mit Swift? Ist gar kein Problem. Es hat sich an der Calling Convention hat sich nichts geändert. Zumindest nicht mittelfristig. Das heißt, das spielt dafür erstmal keine Rolle. Ja. Läuft der Kram stabil? Was stellst du dir unter stabil vor? Also es ist halt alles noch sehr unvollständig und noch nicht so wirklich production-tested, weil es ist halt noch unvollständig. Ja, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie in irgendwelche, also die Proof of Concepts sind im Prinzip langweilig, aber production-ready. Ja, also die Toolchain an sich funktioniert stabil. Was halt noch nicht alles stabil ist, ist so die Implementierung der Standard Library zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel, es gibt das, ich habe in Borg habe ich das Built-in Sorted implementiert. Und beim Implementieren ist mir halt aufgefallen, dass der Vergleichsoperator auf Tupels halt falsch war. Also so Sachen stecken da halt sicher noch einige drin. Obviously, das ist halt viel Arbeit, das richtig hinzukriegen. Da gibt es lange auch automatisch generierte Testcases für, die dann jeden Typ mit jedem Typ in jeden Operator schmeißen und gucken, ob auf C-Python und Bock genau dasselbe hat, derselbe Output erscheint, bis hin zur Formulierung der Fehlermeldung. Aber trotzdem rutscht da halt was durch. Ja, aber wenn die Toolchain schon stabil ist, ist das gut. Die Toolchain ist fricklich, aber stabil. Ich habe noch mal das Zeug. Weißt du das? Weil irgendwie du hast gemeint, im Browser hätte man das Problem, dass wenn man Python dort in JavaScript kompiliert, das sehr langsam ist. Wie ist das auf iOS? Oder? Also, ich kann es hier nicht ganz genau sagen. Okay. Batavia, das Ding im Browser, ist vermutlich schon signifikant langsamer als JavaScript. Unter Android ist der Overhead relativ gering, weil das, was aus Rock rausfällt, sind ja Java Class Files. Da ist ja kein Python mehr beteiligt. Du hast ein bisschen Overhead, weil jedes Mal, wenn du eine Java-Funktion von einer Android-Funktion und umgekehrt aufrufst, musst du irgendwie Typen miteinander umpacken. Irgendwie die Java-Klasse, die ein Python-Integer repräsentiert, in ein Java-Integer umpacken. Also das ist du hast schon Overhead, aber der ist relativ gering. Unter iOS kann ich es dir nicht genau sagen. Ja. In welchen Sprachen sind diese ganzen Projekte Toga, Wok und hast du nicht mehr angeschrieben? Also Toga ist in Python geschrieben. Wok ist teils Python, teils Java. Rubicon ist vermutlich komplett Python. Okay. Ja. Das heißt Python, wo es geht und. Genau. Also sonst. Es gibt auch noch mehr Projekte. Also es gibt zum Beispiel das Problem, dass man die Standard Library nochmal implementieren muss, hat ja nicht nur PyBee, sondern hat ja zum Beispiel auch PyPy. Die haben ja auch das Problem mit dem C-Teil der Standard Library. Auch wenn du aus PyPy ja C-Sachen aufrufen kannst. Ich weiß nicht genau, wie das machen. Und da gibt es jetzt so ein bisschen
muss mal dein Browserfenster hier irgendwie da hochschieben. Da gibt es zum Beispiel auch ein Projekt hier, Ouroboros. Das ist der Versuch, die Python-Implementierung der Python-Standardbibliothek zu vereinheitlichen. Also so Sachen werden halt auch versucht. Dann muss man das auch nicht in JavaScript und in Java machen. Aber so grundlegende Dinge wie das Typsystem muss man halt immer in Java schreiben. Was im Grunde eine Fleißsache ist.